Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fox Kind of. Ich hab's leider. Also, wir haben schon mal nur ganz irgendwie 2 Stunden aufgenommen und ich hab's einfach verkackt. Ich hab die Aufnahme komplett aufgenommen und hab statt ich mein Mikro und den Spielsound mit Shirley aufgenommen hab. Ne? Aber Shirley ist hier der zweite Hund dabei. Der Rode, der gerade so schön bellt. Hallo! Hab ich's hingekriegt, dass ich auf beiden Spuren das gleiche hab. Ohne mein Mikro dann. Genau. Diese Profis, mit denen man immer so zocken, von denen man immer so zum Zocken eingeladen wird, ne? Genau, jetzt gucke ich nochmal vorsichtshalber. Ja, Aufnahme läuft und ich habe auf allen unterschiedlichen Ausschlag. Sehr gut. Let's go. Okay. So, wir haben gerade noch ein bisschen rumprobiert, wie hier die Steuerung ist. Wir uns hier ich muss auch gerade nochmal schauen. Ich glaube, ich werde nicht mit WASD spielen. Oh. Das ist wirklich kacke hier. Ich bin ein bisschen näher rangekommen. Ans Mikro. Ja, ne, ich habe jetzt mein Mikro so hingestellt, dass es quasi zwischen meinem Laptop, wo ich jetzt drauf spiele, und mir ist sozusagen. Ja, da muss ich ein Tischmikro. Du musst dich schon wieder ein bisschen tick leiser stellen, weil du bist jetzt deutlich lauter. Dann machen wir nochmal neu. Passt so, ich stell dich einfach hin und her. Das bleibt alles drin, hier wird nicht geschnitten. Alles so, wie es hier ist. Nein, du hier bist und nicht. Genau, und wir schwitzen immer dabei, wenn wir uns lang machen, aus irgendwelchen Gründen. Ja, ist ja auch Sommer. Schwitzt du, ja? Ja. Ich sitze hier im Pullover. Stopp, was? Ich sitze hier im Pullover. Kann man an der Cam sehen. Ich sitze hier im Kapuzenpullover. Ob du behindert bist, habe ich gefragt. Ich meine, ich habe kurze Hosen an, aber ich sitze im Kapuzenpullover. Achso, und das Spiel ist eigentlich so ein bisschen mit diesem, wir können uns hier lang machen und wir sind so ein Schlauchhund. Wir können nämlich zum Beispiel, einer kann irgendwo zum Beispiel einen Wasserhahn anbapsen und der andere kann das Wasser ausspucken. Müssen wir Rätsel lösen, das ist so ein bisschen das Spiel, das soll man vielleicht noch kurz erklären, weil ich weiß natürlich gar keiner, was wir hier machen. Und es ist vor allen Dingen sehr viel Bullshit bei. Wir sind ein bisschen trippy. Genau, wir sind zum Beispiel einmal in der Achterbahn gefahren. Hier hochgehen. Ja, ich bin doch dabei. Warum wirst du eigentlich ständig lang? Weil ich's kann. Mach den mal nicht so lang. Okay, achso, und genau, es gibt diese goldenen. Wir müssen einfach da rein, glaube ich. Diese goldenen. Keine Ahnung, was sind denn das? Snacks? Leckerli. Waren das nicht so Knochenleckerli? Ja, genau. Oh Moment, hier waren wir noch nicht, das kenne ich noch nicht. Da wo wir gerade schon waren, das kannte ich schon, aber das. Ich weiß aber auch nicht mehr, wie man Sachen also anbellen, ja. Aber nicht mehr, wie verlängern, man Sachen berührt. Stimmt, wir konnten uns irgendwie auch beißen. Ja, werden wir ja gleich sehen. Wir rutschen jetzt hier erstmal runter. Aber vielleicht müssen wir die Pinguine mitnehmen, wie Super Mario, das ist so die rutschbare Pinguine. Erstmal bellen. Erstmal das bellen. Das ist ganz essentiell, dieses Spiel. Hier passieren Dinge, wir müssen bellen, hallo? Eindeutig. Ui. Moment, nee, waren wir hier doch schon vielleicht mal? Jetzt kommen wir so bekannt vor mit diesen Trommeln. Wir waren hier schon. Ja. Bonk. Naja, es ist aber auch schon eine Weile her, ne? Ja, also es ist ungefähr ein halbes Jahr her, wo wir das letzte Mal gespielt haben. Das ist super geil, oder? Bleib mal oben. Wo will ich hin? Bleib mal oben. Hilfe, bleib mal Hilfe, oben. Hilfe. Oh Gott. Hätten wir das auch geklärt? Warum bist du runter? Wir waren ja schon. Aber hatten wir das mit dem Eis gebraucht? Ja. Okay, achso, mit dem Bällen kann man sich. Ah, das war das Rätsel. Mit dem Bällen kann man sich auch festbeißen. Ah ja, dann war das gut. Ja, nee, genau, dann können wir fest werden, dann können wir dann einfach rüber weiter. Ah ja, stimmt. Bis wir dann irgendwann. Und hier müssen wir wieder in diese rosa Suppe. Standardmäßig, wir kennen es nicht, da wären wir dann wieder enteist. Aber irgendwo haben wir noch ein Leckerli vergessen. Wir müssen das Leckerli finden. Ja, stimmt. Also hat es angezeigt, dass da eins fehlt. Und aus irgendeinem Grund gibt es hier Dinge. eine niesende Kapselmaschine. Ich glaube, die konnten wir aufmachen, indem wir die von beiden Seiten genau angebellt haben und gezogen. Ja, irgendwie so, ne? Ja, das hatten wir aber schon. Da war, glaube ich, ein Leckerli drin oder ein Stern oder sowas. Links geht's noch unten drunter. Ja, stimmt, ich sehe es. Aber unten drunter, daran kann ich mich auch erinnern. Und da war das hier. Oh Gott, hier muss man vorsichtig sein. Ich vergesse mal, welche Farbe ich bin. Du bist rot. Okay, den hatten wir schon auf jeden Fall. Nee, der war bei mir grau. Bei mir war der grau. Also, wir hatten den schon. Ich weiß nicht, ob du jetzt ein neues Spiel schon hast, wo du alles wieder als neu siehst. Nee, der stand bei mir als 2 von 3. Aber wo ist der letzte? Gut, wir müssen uns jetzt hier nicht in einen Elefant. Das war nicht so smart, dass du da reingebissen hast, glaube ich. So? Fühlt sich nicht Gott so smart jetzt? an. Hilfe.
Also die Frage ist jetzt, wollen wir jetzt ein neues Level vielleicht anfangen? Könnten wir gerne tun, aber ich weiß nicht, wie komme ich denn... Ich kann nur wiederbeleben und... Ach nee, hier kann ich auf Level gehen. Erst, Moment. Ja. Wieso bin ich... Ich habe nur erste Schritte als Auswahl. Ach so, hä? Und wenn wir rückwärts gehen... Ach nee, wir kommen diese Rutsche nicht mehr hoch, ne? Moment. Da haben wir noch nicht. Frederik von Spaß, komme ich da hin? Also weiß nicht, siehst du, was ich hier tue? Nö, ich sehe bloß pausiert und ekelhaft, also meinen Steam-Namen. Ja. Ekelhaft. Aber ich, ja, kann die, ich kann die nicht schnell wechseln. Ich sehe jetzt, welche Level wo entdeckt wurden. Und wir haben unglaublich viel noch nicht entdeckt. Aber ich kann die nicht, ja, nicht direkt wechseln. Nicht. Ja, du weinst. Ja, weil ich A oder B gedrückt habe. B gedrückt. Wir müssen, glaube ich, einfach jetzt hier durch. Wir müssen, glaube ich, einfach lang werden, damit wir... Ja, sorry. Ja, wir kommen wieder rein, wir kommen wieder rein. Willst du lang machen? Du beißt fest und ich mache lang. Okay, dann machen wir lang. Reicht doch, oder? Scheiße. Vielleicht sollten wir das nochmal machen, ohne dass ich total runterwurzel. Ich glaube, das ist auch nicht so gut. Sobald du bellst, beißt du dich halt fest, ne? So. Ja, ich weiß. Will jetzt beißen. Willst du mal dich lang machen? Okay, dann mach ich mich lang und... So, dürfte es doch gehen. Jawohl. Moment, wir sind gleich in der rechts drüben, oder? Oder auch nicht? Oder auch doch? Nee, eher nicht. Wir müssen, glaube ich, irgendwie... Wo sind wir? Wir haben irgendwas entdeckt, I guess. Aber wir sind runtergefallen dabei. Ja, der Klassiker. Das ist jetzt schon wieder anstrengend. Oh. Okay. So. Vielleicht müssen wir... Nee, weißt du, wir müssen hier sowas machen. Meinst du? Ja. Das wäre viel zu einfach und smart und so, dann, als ob wir hier im Denken würden. Zum Glück haben wir kein Abitur oder so. Also, jetzt soll ich im Spiel auch noch denken? Hallo, es hackt wohl. Ich glaub, hier müssen wir bestimmt so ein U machen. Ich bin schon dabei. Für U. Ja? Ah, oh, halt. Nicht zu weit. Warte. Bleib, alles gut. Wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Achso, wir müssen die beiden Sachen gleichzeitig... erzählt. Wow. Wow. Ja, so smart. Das sieht richtig falsch aus. Wieso? Was interpretierst du jetzt bereit? Dann hab ich da was schon gefragt. Nee. Alles gut. Ich sehe da... Was ist das? Ist der ein Würstchen mit zwei Helmen an jeder Seite? Also in jeder Seite. Ein Doppeldildo, man weiß es nicht. Ich meine, ein Doppelbi. Das ist ein sehr spitzer. Wie müssen wir jetzt aussehen? Ich glaube, wir fliegen, wenn wir hier reingehen, ne? Ja, ich weiß, aber wie müssen wir aussehen? Wir müssen wahrscheinlich irgendwie da hochkommen. Das heißt, wir müssen beide. Wir müssen wahrscheinlich beide Dingens da reinkriegen oder so, beide Köpfe. Oder einer muss fliegen und der andere muss da hochflubbeln. Ich kann auch. Oh, Moment. Moment, ich bewege mich plötzlich seitlich anstatt hoch und runter. Hä? Ja, ich stehe. Ich bin irritiert. Hä? Die Steuerung hat sich geändert hier in den lila Dingern. Ah, okay, verstehe. Ach, du hast eine andere Gravitation. Ich verstehe. Das soll die Aussage sein. Okay. Was müssen wir jetzt hier für eine Form machen? Wir müssen wahrscheinlich nach links. Ja, so rüber, eine. Oder? So eine, oder? Ein Stück? Oh, ich bin schon wieder rumgefallen. Moment, ich zieh mich mal kurz hoch. Ey! Warte. Wir müssen jetzt mal überlegen. Ja, wir machen hier einfach. Ja, überlegen. Kann ja jeder. Überlegen, überschmägen. Ich räume mich einfach ein. Hör auf, jetzt einen Kringel zu machen. So, jetzt hab ich dich mal. Ich wollte ein Kackwurst sein. Aber was bringt uns das jetzt? Wir müssen, glaube ich, irgendwie. Irgendwo müssen wir wieder hinkommen, dass wir uns wieder losmachen können. Frage ist. Warte mal, irgendwie. Ich glaube, Moment, wieso können wir da noch überhaupt noch stehen? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, was los? Tust du? Ich habe keine Ahnung. Du cheatest. Ich weiß nicht mal, was wir hier machen. Shirley cheatet, wir fallen runter, glaube ich, hauptsächlich. Ich bin richtig verwirrt. Ich weiß auch nicht so richtig. Keine Ahnung. Moment, können wir? Wenn er sich lang macht und der hier schon um die Ecke geht. Und der andere reinbeißt in das Eis, dass wir dann sozusagen um die Ecke gelegt sind und dann drehen wir uns ja auch, wenn der andere hochkommt. Ich muss mich kurz entwickeln, Moment. Ich glaube, ich muss mal kurz wieder in deine Richtung kommen, damit wir den Platz haben. Ja, ich werde wieder direkt. So. Ja. Oder du gehst... Oh Gott. Ja, du bist einfach wieder zurückgezogen.
Und wenn hier mal einer... Wir haben ja das letzte Mal gelöst. Auch so rangezogen. Das ist so schlimm, wir haben das ja schon mal gelöst. Wir haben die Scheiße hier schon mal gelöst und wir sind trotzdem unfähig. Moment, was? Moment! Einfach springen. Nehmen wir keinen Sinn mehr. Doch, Mel. So. Da hat sie die gleiche Idee wie ich. Sehr jetzt gut. Wie kommen wir jetzt? Wir stecken fest. Fuck. Ich mach mal wiederbelebbar. Okay. Ich kriege dich einfach ein, da kann ich nicht mehr bewegen. Dann beiß ich rein. Sehr gut. Siehst du mal, was du davon hast. Ich wollte auch reinbeißen. Da sind wir für immer zusammengekuschelt. Also wenn das wirklich die Gravitation ändert, ergibt... Ach, Moment mal, können wir uns einfach nicht lang machen nur? So lang, dass wir dann hochfahren, laufen können nach links? Möglichst gerade lang? Also hier dann festbeißen oder wie? Ja, beiß mal rein. Ja, stimmt, oder? Und jetzt einfach, dass wir in die Gravitationsfeldern bleiben können beim Hochgehen, dass wir jetzt nach links weitergehen. Dann hoch, dann bleiben wir daran liegen, wir nach rechts zurück. Smart. So, dann können wir hier ja auch, das wechselt einfach nur die... Dingens und so. So viel zum Thema, wir haben Abitur, ne? Was? Abitur? Wer hat denn das gesagt? Du hast gesagt, wir haben Abitur. Ich habe nichts von Abitur gesagt. Ich habe nur studiert. Keine Ahnung, was hier gerade passiert. Wir sind da, haben es geschafft, würde ich sagen. Okay, cool. So. Oh Gott. Okay. Können wir das nicht einfach machen, indem wir uns kurz machen, also eng zusammen? So, und jetzt hier durchwuscheln? Reicht das nicht? Müsste eigentlich, oder? Ich hab letztes Mal das irgendwie um die Ecke gemacht, da waren wir irgendwie eckig. Ja, aber das ergibt auch null Sinn, oder? Ja, aber... Keine Ahnung. Yes! Ach ne, den Knochen haben wir schon. Ich wollte nur mal wissen, was passiert, wenn man, ob da irgendwas aufgeht, aber nee. Wenn man ins Eis beißt. Aber achso, wir müssen jetzt den Höhenunterschied überwinden. Mit der Stufe. Ja, einer geht hoch. Ja, warte. Ich bleib um. Jawohl. Jetzt sind wir doch eine Rampe hier und können selber hochrampen. Orische Rampensäue. Orische Rampensäue. Rampenhunde sind wir. Ist noch schlimmer. Wieder da. Hallo. Miau. Aber wir haben den übrig gebliebenen Dingen noch nicht gefunden. Weißt du, jetzt wo ich Dark Souls gespielt habe, erinnere mich das viel übelst an den Dark Souls Charakter. Stimmt, dieses Spiel sieht eindeutig aus wie ein einer Dark Souls. Hast du Dark Souls 1 gespielt? Nein, ich bin kein Masochist, weißt du? Ich finde Dark Souls nicht so masochistisch. Festbeißen. Warum muss ich mich hier festbeißen? Wir können uns festbeißen, das ist viel wichtiger. Und ich ziehe dich ja wieder ran. Aber wir müssen, glaube ich, einer muss dort ziehen und einer muss sich hier festbeißen. So irgendwie. Aber wir müssen noch rechts noch irgendwas machen. Und hier müssen wir uns jetzt drehen. Ah. Meinst du? Und, okay, ich wollte gerade sagen, drehen wir uns? Jetzt drehen wir es aber wieder. Na. Wir dürfen nicht auf das Ding kommen. Ja. Sobald einer von den Enten auf die Dinger kommt, weil die Dinger sind eklig, dann dreht es uns. Ja. Voll das Kinderspiel mit Dingern und es dreht sich und Doppeldildos und... Ja, ich würde sagen, eindeutig ein Spiel für uns gemacht. Da sind wieder Pinguine! Die blöden Pinguine! Die gucken mich immer so fies an! Guck mal, wie die gucken! Wow. Ich finde das so geil, wie die jetzt bellen. Das ist so bär ist. Synthesizer drüber gelegt. Ich glaube, wir müssen bestimmt irgendwas mit der Rampe machen. Aber... Also wir brauchen das Eis gar nicht. Wir können einfach durchlaufen. An dem brauchen wir wahrscheinlich... Hier müssen wir das Eis haben, um dann hochzukommen. Ja. Wir müssen hier vereist sein, um hochzukommen. Okay. Okay, also müssen wir eine Form... Müssen wir eine Form wählen, die hier durchpasst, da hochkommt. Also irgendwas mit da hochrennen. Ja. Warte, reicht doch schon, oder? Hauptsache, wir kommen da durch. No. Ach, na, doch, da funktioniert. Moment. Und wir müssen drehen. Jetzt immer drehen. Und wir müssen nur dreimal drehen. Und nochmal drehen. Dreh dich! Um dich selbst. Dreh dich, mein Kind. Also das sieht ja alles nicht so ganz koscher aus. Das ist Abgrund. Physikalisch komplett korrekt. Ja, natürlich. Und das hier. Oh! Da gab es wieder einen Stern. Aber die Sterne hat man, glaube ich, alle. Ich hab so erschrocken. Ja, deswegen ist es super sinnvoll. Ich will auch ran. Oh, nein, ich will ran.
Was müssen wir jetzt machen? Ziehen. Glaube ich. Einfach nur. Okay. Also theoretisch. Okay, dann löst die Sache auf. Das ist so cool. Du scheinst nicht so motiviert zu sein. Moment, aber warum ist da rechts eine Rampe? Warum ist da rechts eine Rampe? Rampe, Rampe, Rampe. Da ist eine Rampe. Ja, entspannen Sie sich, warten Sie, ich muss hier kurz zurückkommen. Komm mit! Oh. Komm mit, komm mit, komm mit! Rampe, Rampe, Rampe! Warum ist hier eine Rampe? Den verstehe ich nicht. Geht's hier irgendwo hin? Ja. Oh, oder geht's irgendwo hin? Ja, aber da unten. Ja, aber warum ist die Rampe oben? Ja, weil die Rampe, das ist einfach nur Deko. Wo ist ein Papier lang? Als ob das einfach nur Deko ist. In so einem Spiel wird doch nichts einfach nur als Deko gemacht. Niemals! Hier sieht's aber auch aus, als wären wir schon gewesen. Hier gelandet. Würstchen! Würstchen! Was machen wir jetzt mit denen? Müssen wir die Flasche. Die müssen wir dem Typen oben geben! Welchen Typen? Der hatte so ein Würstchen-Dings über seinem Kopf, wo die kleine Rampe war. Okay. Ich hoffe. Der ist voll schwer! Man muss Geräusche dabei machen, damit das funktioniert. Hier müssen wir hin. Achso, der wollte Würstchen, stimmt. Hier, Würstchen. Ja, nimm, gib uns einen Knochen. Oder ein Stern. Oder ein Stern. Und jetzt? Der Sound von ihm. Hier gibt es einfach noch ein Würstchen. Ach nee. Er gibt uns einen dritten Hund. Ah, oder ein Knochen. Und ein Knochen. Den hatten wir noch nicht. Ja, den haben wir fast. Aber bei der Party waren wir unten, glaube ich. Yay, 3 von 3. Bei der Party waren wir, aber wir haben, glaube ich, die Würstchen verloren. Die sind, glaube ich, runtergefallen. Wir haben die runtergeworfen damals. Also du natürlich, ich nie. Ja, ja, würdest du natürlich nie machen, ne? Weil nee. Du würdest doch nie in Eis reinbeißen. Das war das. So, dann mal irgendwie so. Ist das? Jo, funktioniert, perfekt. Boah, das war jetzt so schnell. Das war quasi geplant. Moment. Geht das noch? Ich habe das Gefühl, das funktioniert nicht 100%. Ah, Moment. Nee. Da hinten drehen. Wir müssen zum Training. No! Oh, nein! You shall not pass! Okay. Double Dog fällt runter. Mach ich das wieder, oder? Okay. So. Dreh dich. Jetzt muss ich das so machen. Das musst du? Oh. Ja. Jo. Ja, Vorsicht. Dreh mich mal noch ein bisschen weiter. Lass mich nicht fallen, bitte. Jawohl, ich hol dich auch rein. Ja. Oh nein! Das ist doch Bullshit! Ich dachte so, hey, 80% des Körpers sind auf der Ebene. Ja, das wird ja wohl funktionieren. Ja, das passt schon. Und das Spiel so, nope. Rot ist schwerer als blau. Mel, hast du deine Diät nicht gemacht? Ich bin, ja, Corona. So, Moment. Es geht nicht! Okay. Komm, wir schaffen das! Vielleicht dürfen wir nicht zu lang sein. Nicht zu lang? Das kann natürlich sein. Ja. Dann machen wir ein bisschen halblang. Oh. Jetzt turn it. Oh, the turntables. Ja, ja, das könnte worken. Work, work? Work, 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 Arbeit, work, work. Arbeit. Oh. Oder auch nicht! Ich wollte halt. Ach, du wolltest nochmal drehen! Wir haben sonst immer nur zweimal gedreht, oder? Ja, aber wir sind doch jetzt kleiner und süßer. Ein kleines, süßes Hundbaby. Spring auch mal dabei, dann Ben. Cool. Ja. Ich bin mal noch ein bisschen mehr. Lass mich mal machen. Lass mich machen? Das funktioniert doch wieder nicht. Das wusste ich doch. Krieg doch nicht gewacken! Wenn wir nochmal gedreht hätten? Aber nochmal drehen wird doch nicht besser, oder bin ich doch wieder außerhalb von dem Reichweite, von dem Knubbel da, von der Ebene? Ja. Ich probiere das jetzt nochmal. Und ich probiere so lange, bis das funktioniert. Bleibt uns ja nichts anderes übrig. So. Oh. Ja, nochmal. So. Wir machen nochmal. Nee, ja, ist man wieder da. Sinn. Ist halt wieder Quatsch. Okay. Ist ja immer 90 Grad Drehungen. Nochmal. Und nochmal. Ja, aber jetzt müssen wir darüber. Warte. Nicht. Okay. So, warte. Ja. Oh Gott, aber du warst auch nur gerade so drauf. Ach Gott. Ich habe keine Herzattacke von einem ziemlich trippy aussehenden. Was? Spiel. Stimmt, die Achterbahn sieht jetzt natürlich nicht. Warte mal.
Wir müssen uns wieder hin und her drehen, ne? Aber einfach gerade, glaube ich. Mach ja schon. Ich mach mich doch schon gerade. Okay. Ja, aber. Ich lasse auch schon so alle Hunde gerade sein. Du? Ja, okay, vielleicht nicht so gerade. Hab ich doch gesagt! Du selber in Abgrund stürzen? Nee, hier ist doch gleich das Lieder, die Liedersuppe. Oh fuck. Ja, passt jetzt beide. ich hab wieder belebt, so. Also eher so gerade. Eher so gerade, ja. Ich hab dir doch Leine gegeben, jetzt beiß doch rein! Ja, warte! Was machst du? Du wirst mich immer drunter! Ja, los, Alter! Okay. Du willst aber ja, auch einen richtig lang haben, ja? Moment! Das kriegt man noch gerettet! Du musst quasi... wir dürfen nicht so schräg, so schief sein, weißt du? Also, beißt du dann mal fest. Okay, dann beiß ich mich fest. Eher so sein. Okay. Jetzt. So eher. Ich dachte, wir kommen dann mit schräg besser rüber, aber das ist natürlich recht. Go to this one. And this one again. This one. And this one. And now. No! Oh, was passiert? Nein. Warum? No. Moment, bei mir war doch auf der Ebene oben. Also jetzt ist mir das runtergefallen. Bei mir war es eigentlich relativ entspannt auf der Ebene. Okay. Wo du gesagt hast, was ist passiert, war doch gar nichts passiert. Oh nee, das war, glaube ich, nicht das Wort. Komm mal wieder hoch. Lass mal den Kopf nicht so hängen. Komm her. Ach, komm, Moment, irgendwie, irgendwas backt. Wieso läuft... Ich laufe jetzt dahinter. Warum denn? Ja, es bringt... Oh, funktioniert trotzdem. Aber nicht gut. Ja, schnell. Ah! Oh Gott, da passieren halt Dinge jetzt, die nicht vorhersehbar sind, glaube ich. Müssen wir überhaupt noch dahin? Müssen wir nicht einfach nur gerade durch? Ja, wir müssen gerade durch. Und das... Ja, zum Glück springen wir ein bisschen beim Bällen. Jetzt dadurch, schieb ihn rein. Oh ja, schön tief. Oh ja, der ist richtig tief. Okay, oh, wir müssen die wechseln. Wir müssen... Hier ist schon das nächste. Lila Blöcke. Die heiligen lila Blöcke müssen gewechselt werden. Oh, achso. Und jetzt müssen wir hier uns hier drauf platzieren lassen. Hier waren dann Dinge mit draufplumpsen. Ja, ich erinnere mich. Hopp. Wonk. Geronimo! Okay, cool. Sie sind Dreckspinguine! Geht weg, Pinguine! Komm mit. Okay. Die sind so niedlich. Aber die gucken immer mit so einem leeren Blick wie so ein Serienmörder. Auf der einen Seite flurig, auf der einen Seite so süß. Ja, okay, süß. So trippy süß. Das Baby. Also wir haben übrigens bis jetzt nur eine Welt gespielt, ne, immer. Es gibt noch irgendwie 5 Welten oder so, habe ich vorher gesehen bei der Levelauswahl. Okay. Ich weiß nicht, wie man da hinkommt. Ich weiß auch nicht, wo wir schon waren. Da haben wir theoretisch auch, aber da war schon eins. Die Achterbahn haben wir, glaube ich, auch schon gemacht, oder? Ja, wollen wir mal eine andere Welt spielen? Kann man gerne machen. Ich weiß nicht, wie man die Welt wechselt. Das ist ein bisschen der Knackpunkt. Hier ist so ein fettes Portal. Das meinst du das? Sieht weltwechselmäßig aus. Ja. Moment, das ist einfach der Endboss. Endboss. Ich glaube kaum, dass es hier Endbosse gibt. Jetzt kommt so einer in so einer Ritterrüstung. Oh mein Gott. Hier ist eindeutig ein Button, den wir drücken müssen. Was passiert hier? Und blub. Ich glaube, das kenne ich. Ja, wir brauchen nämlich einen Ball immer noch. Der Ball, der in seinem komischen Stern drin ist. Aber was war denn das hier? Das war doch voll. Hä? Okay, Mann. Okay. Das ist einfach nur ein PvP, oder? Wer mehr macht? Nee, ich glaube, wir müssen gegen den Dude kämpfen. Meinst du Koop? In einer bestimmten Zeit. Ich mache ja alles. Oh, die brauchen mehr Schläge, die Lilanen. Haben wir geschafft. Okay. Hoffe ich. Wir müssen irgendwie gegen den spielen. Bist du so rum? Okay, dann geh ich oben rum. Oh nee! Ich stöhne hier rum. Oh, ich hab's geschafft, glaube ich. Ganz schön anstrengend. Ach doch, wir haben's geschafft. Ja. Die sind nicht groß. Die sind richtig groß. Okay, wir müssen. Warte, wir gehen in deine Richtung zuerst. Okay, wir gehen in meine Richtung zuerst. Warum nimmst du denn nur nicht mit, den du da angeschlagen hast? Hab ich doch! Nee, der eine lebt da noch 11!
Also ich kann nur schlagen, wie das bei dir. Wir müssen ja mal zusammen auf die eine schlagen, oder? Ich glaube auch. Geht ja nicht weg! Wie viele Schläge hält ihr aus? Vielleicht müssen wir zwei gleichzeitig schlagen. Ja, das sieht ein bisschen danach aus. Dass ich den paarweise machen muss. Ah, ich sehe. Way, 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 way. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, wir müssen zu. Da in der Mitte, 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 Mitte. Nee, noch nicht hoch. Meine Arm-Schultertasten von dem Controller, ey. Alter, ich werd heute so Sehenscheidentzündung haben. Sehenscheidenentzündung? Ich bin froh, wenn ich überhaupt noch Hände hab. Oh, okay, Musa. Drei Sterne, wir haben noch zwei Spiele vor uns. Oh no, das ist das, wo wir, glaube ich, übel verkackt haben. Stimmt, du musst irgendwelche bestimmten Formen nachmachen, ne? Ja. Ich weiß nicht, wo bin ich? So. Ich bin hier. Nee, wir müssen in die Mitte. Ja. Der war meiner. Ist jetzt schon durch. Hey, gerade kriegen wir vielleicht hin. Moment, ich gehe da hoch. Warte, geh mal. Nicht zu lang. Ja, das reicht schon. So. Da gehen wir nicht bei den Stadt nicht. Wir auch durch. Wir müssen die Stadt einsammeln. Ach so, fuck. Das ist doch der Punkt. Warte. Jawohl, wir haben Sterne gesammelt. Ich bin stolz auf uns. Warte. Gehst du durch? Dann mach ich lang. Ja. Oh Gott, ich bin nicht zu lang. Ja, bin ich doch eigentlich nicht, aber oh nein! Passieren Dinge. Oh, gerade doch geschafft. Ich habe noch die Sterne gesammelt. Scheiße. So. Ist das, nee, warte. Nein, nein, nicht hier oben rum. Nee, Hilfe, Hilfe. So, so rum. Oh, shit. Ich war unfähig, tut mir leid. Fuck, fuck, fuck. Okay, warte, ich gehe hier durch. Müssen nicht beide durch die Mitte? Das wird doch nix. So wie das aussieht, wir müssen beide durch die Mitte. Ich will jetzt die Sterne irgendwie. Reicht es nicht, wenn wir einfach nur einen Stern sammeln? Wahrscheinlich reicht es dann für einen Stern am Ende oder so. Wieso bin ich so behindert gewickelt? Wieso bin ich so behindert, ist schon mal eine gute Frage. Geschafft? Ach, nee, Scheiß. Jetzt kommt die nächste Stufe. Das war erst nur der Anfang. Das war nur zum Kennenlernen von dem Quatsch. Warte. Ich habe schon zu viel. Das sind zu viele Punkte. Es ist gerade. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Wir müssen einfach gerade sein. Nicht zu weit, nicht zu weit, nicht zu weit, nicht zu weit. Bleib in dem Dingsens drin. Genau. Das könnte funktionieren. Jawohl. Wir haben mal einen geraden Stein gekriegt. So, Okay. Müssen wir einfach nur hier hin, oder? Das kriegen wir hin. Genau. Ja. Oh Gott, ey. Das ist ein absolutes Katastrophenspiel. Oh. Also ein Minigame. Ich glaube, die haben wir so richtig. Wieder gerade. Ja, warte. Mach nicht zu. Meinst du? Reicht es? Wir müssen aber auch lang genug sein. Stimmt. Sonst kriegen wir die Punkte nicht. Okay, wieder Mitte. So, würde ich sagen. Ja. Irgendwie. Oh. Oh, haben sie geschafft. Wahnsinn, zwei Sterne gekriegt. Oh mein Gott, das Spiel ist vorbei. Nee, es ist nicht, jetzt dreht sich. Scheiße. Ja, keine Ahnung. Also das ist für mich ein reines YOLO. Hauptsache einen Stern. Weißt du, das ist jetzt hier meine Hoffnung. Nee. Es ist gerade, wir müssen nur gerade machen. Und dann müssen wir noch treffen. So. Ja? Ja. Jo, perfekt. Ich hab zwei Stelle gekriegt. Okay. So, das U. In dieser Ausführung, ja. Das wird nix. Komm hier rum. Komm noch weiter rum. So. Wir können es ja nicht drehen. Stimmt, da war ja was. Hey, das war doch weit und ich schwanger. Schiebung! Das wird gerade. Okay. Moment, ich zieh mal kurz wieder ein und dann so und so. So, ich bin ganz gut. Jawohl. Ich hasse dieses Spiel. Das ist wieder ein U. Aber das dreht nach oben, oder? Das dreht so. Okay, oder so. So, wir müssen auch noch irgendwie nach unten. Oh, shit. Aber das, ja, das... Das war ja ein U mit Ecken. Absolut lost. Okay. Ich bin maximal überfordert. Lass uns einfach irgendwie hindrehen, das wird schon. Nee, das... Hier, so. Hey, guck mal, das kriegt man hin. Oh, Gott. Und wir haben nochmal gerade. Lässt du gerade. So, hier. Nee, ich muss hier durch. Ich muss hier durchwickeln. Wieso? Wir können doch laufen noch. Na, weil sich die Puppe ist nicht. Weil die Puppe ist ja bleiben. Oh. Achso, stimmt. Die ist bleiben. Am Anfang ist es weggegangen kurz. Da konnte man drüber laufen. Oh. Wir haben drei Sterne geschafft. Stimmt, Alter. Scheiße, jemand hat nicht.
Oh, also von daher, das herausforderndste Ding haben wir jetzt direkt nochmal gemacht. Ja, diesmal haben wir es geschafft. Was war das jetzt hier? Was war hier? Irgendwie irgendwas schießen. Ah, irgendwas. Okay. Hinziehen und loslassen. Glaube ich. Jo. Hinten ziehen und loslassen. Ja. Verstehst nicht. Man muss einfach nur das Beißen loslassen. Ja, also das funktioniert nicht bei mir. Okay, ich musste reinbeißen, hab da hinten gezogen und hab ich Beißen nochmal gedrückt. Ja? Also nochmal gedrückt das Beißen. Nicht Beißen gedrückt halten, ja, sondern nochmal Beißen drücken fürs Loslassen. Ach so, ah, verstehe. Das schaff ich. Ah, I see. Okay, never mind. Okay. Nicht bellen, beißen. Ich weiß nicht so ganz genau, wann was Punkte bringt, ehrlich gesagt. Schieß auch nicht, schieß ein. Ich glaube, die Ringe müssen wir auf jeden Fall erwischen, weil die gehen weg. Ja. Und dann müssen wir, glaube ich, noch Sachen kaputt machen, einfach dabei. Ich hab getroffen! Okay. Sehr gut. Snipe, ey. Ich hab richtig abgekackt gerade. Achso, so. Jetzt gibt's die Hindernisse. Ah, verstehe. Alter! Oh, nicht bellen, beißen! Wir hatten das Thema vorhin schon mal. Moment, wo ist denn noch was? Ha? Da hinten. Das geht doch so drauf, ne? Ah, haben geschafft. Guck mal. Perfekt. Easy peasy, lemon squeezy hier. Ja, total. Das war richtig einfach. Ja, gar nicht nervig. Uns Pro-Gamer hier kann man ja nicht mit sowas kommen, ne? Da muss schon mal ein bisschen Schwereres kommen hier. Oh no. Ist nicht dein Ernst. Nicht schon wieder. Okay, wir können schlagen. Ist das Tennis? Okay, cool. Ja, das ist Tennis. Okay. Und wir müssen kämpfen. Du schaffst ich das. Ich schaff's nicht. Warum bin ich so kurz? Warum fliegst du nach links? Ich bin die linke Seite. Okay. Dann ist das dein Ball. Ich glaube, du musst gar nicht bellen. Ich glaube, du kannst einfach in den Weg laufen. Ich glaube auch. Oh, der war hinter uns. Ja, den habe ich ja richtig gut gesehen, dass er hinter uns kam. Wir müssen halt mal beide so ein bisschen in die Richtung laufen. Sonst wird das nicht. Ja, wahrscheinlich. Okay, das gab einen Stern. Wir müssen einfach nur Tennis spielen. Okay, das ist ja entspannt. Wir müssen gar keine Punkte machen. Wir müssen einfach nur lang genug aushalten. Das ist wie früher beim Sport. Was ist das? Wir können es riesig machen. Oh mein Gott, was passiert? Wir können dich klein. Rot ist klein und blau ist riesig, glaube ich. Ja, ja. Er hat verkackt. Nee, warum werde ich wieder links gezogen? Ich wollte doch nach rechts. Wieso bin ich klein? Wieso blockst du meinen Schuss? Oder wieso wirklich deinen Schuss? Ich glaube, ich habe deinen Schuss geblockt, ich war vor dir. Nee, ich war glaub klein, einfach nur. Oh nee, oh nee, oh nee. Warum sind wir so langsam manchmal? Oh, warum ist der Ball jetzt klein? Oh scheiße. Wir haben es überstanden. Nee, wir haben jetzt die höchste Stufe freigeschaltet. Also, einfach nur Bälle spielen. Wir sind Hunde, wir wollen Bälle spielen. Ja, aber doch nicht mit dem scheiß Schläger. Wer macht denn sowas? Doch, mit allem. Bälle spielen. Ich will da rüber. Oh no. Warum sind wir so klein? I don't know. Warum ist hier eigentlich so ein komisches Größending drin? Das ist doch ich absolut so schrecklich. Wir haben 3 Sterne. Ich glaube, man konnte es aber nicht failen, das Spiel. Nee. Das ist halt ein kinderfreundliches Spiel. Lass uns den Ball holen. Mein Rechner ist übelst warm. Du kannst den Ball klauen. Komm, lass uns den Ball klauen aus dem Stäbchen. Schnell, schnell, schnell. Oh, warte. Ich bin da. So. Bitte. So, den Zauberstab, jetzt haben wir den vom bösen Magier geklaut, vom Schnurrbart-Handmagier haben wir den Zauberstab geklaut. Rennt der jetzt weg? Ah, weil wir ihn jetzt zaubern können. Wenn ich hier Bälle, kann ich zaubern. Kann ich ihn klein machen. Wir sind nicht mehr so riesig. Muss ich mitmachen? Keine Ahnung. Wie die Stimme sich auch wechselt. Ich glaube, du musst es nicht mitmachen, aber. Oh, what the fuck, ey. Okay. Nach so vielen Ebenen, super wird. So. Jetzt sind wir wieder in der normalen Welt zurück. Nee, wir sind doch genau in der Welt, wo er vorher war. Ja, das meine ich ja. Also, wo das Tor ist. Das meinte ich mit, wir sind in der Welt zurück, im Tor.
Okay. Gab es denn irgendwo da, wo es so zum Strand ging, einen Ausgang? Irgendwo hier unten oder so? Kann sein. Wo hier? Oh ne! Nicht runterfahren, bitte. Ah ja. So, ich dachte hier in die Richtung. Das ist eine große Zunge, das sieht gut aus. Das sieht doch gut aus. Komm rein, mein kleiner Bruder. Komm rein, Bruder! Ja. So. Okay. Okay, jetzt. Was ist das? Jetzt haben wir den Ball geholt, oder? Also, genau, sind wir wieder in der Hauptwelt, wo wir ganz am Anfang angefangen haben und wir haben den Ball geholt, den wir holen sollten, I guess. Ja. Gut, wir haben ein Level geschafft. Wir haben eine Welt geschafft, Mann. So, wo sind wir jetzt? Ah, da sind wir. Ja. Sehr schön. Ich würde auch sagen, wir machen die nächste Welt dann in der nächsten Folge. In dem Sinne. Okay, machen wir das. Wünsche ich euch bis zum nächsten Mal viel Spaß und für euch geht's dann wahrscheinlich morgen weiter. Tschüssi. Tschüss.